ich bin Maxi. Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Vlog. Ich rede mit euch heute über das Thema, ob man wirklich für immer zusammen sein kann. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich jünger war, war ich so richtig von der großen Liebe überzeugt. Ted, eines Tages musst du Platz machen. Für die Liebe meines Lebens. Tuxedo Mask. Ein paar missglückte Beziehungen später habe ich mich dann gefragt, ob es die große Liebe wirklich gibt und ob man wirklich für immer mit jemandem zusammen sein kann. Nein! Männer! Ted, komm zurück! Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sagt, dass eine Ehe in Deutschland ca. 14,5 Jahre hält und dass unsere Scheidungsrate bei ungefähr 50% liegt. Die Daten stammen zwar noch aus dem letzten Jahr, beziehungsweise die Ergebnisse sind aus dem Jahr 2011, aber seit 10 Jahren steigt diese Rate ausnahmslos. Ich bin eigentlich auch kein Fan von Statistiken und traue ihnen nicht über den Weg, aber eigentlich sind diese Daten auch nicht wirklich verwunderlich. Früher hat die Ehe einfach einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Ich meine, meine Oma konnte schon froh sein, wenn der Wochenlohn nicht irgendwie in der nächsten Kneipe versoffen worden ist. Es galt eher die materielle Sicherheit. Hinzu kommt der Wertewandel bzw. die Rolle der Frau seit den 60er Jahren und natürlich auch mehr Anforderungen in der Arbeitswelt. Längere Arbeitszeiten, vielleicht mal für den Job umziehen oder auch immer flexibel sein. Heutzutage streitet man sich eher ziemlich schnell über Kleinigkeiten und dann führen auch noch Missverständnisse und schlechte Kommunikation oft zu Frustration und man ist unglücklich. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist vor allem die Kommunikation. Schatz! Noch nie eine Frau auf dem Klo gesehen. Gib mir ein Küsschen. Komm, gib. Schatz? Hallo? Schatz? Küsschen? Sich eben einfach nicht so schnell auf die Palme bringen lassen. Wie schwer kann es sein, das Licht auszumachen, wenn man das Zimmer verlässt? Aus, an. Gut, schlecht. Gut für die Umwelt. Gut fürs Bankkonto. Wir haben nun mal den Luxus zur Selbstfindung und dabei können sich einige seelische Zerwürfnisse einschleichen. Wir hinterfragen alles, legen alles auf die Goldwaage. Passt er wirklich zu mir? Ist er der Richtige für mich? Wir wollen jede Handlung analysieren. Und dabei werden wir immer egoistischer. Wir wollen immer weniger Kompromisse eingehen und können immer weniger Abstriche vom eigenen Lebensglück hinnehmen. Beim nächsten Streit frage ich mich lieber, ob es das wirklich wert ist oder ob ich mich schon wieder wegen nichts aufrege. Ich habe mir meine Beziehung immer so vorgestellt wie eine Art Behälter. Also da ist eine Grundfüllmenge in diesem Behälter drin und die stellt halt eben meine Grundliebe dar. Und am Anfang, wenn ich frisch verliebt bin, dann ist diese Füllmenge natürlich bis zum Anschlag des Behälters angefüllt. Und nach einer Weile geht sie dann wieder runter und mal wieder rauf und mal wieder runter. Und es kann auch mal eine Durststrecke geben. Aber solange diese Grundfüllmenge eben nicht angeknackst ist oder angetastet wird, dann kann ich alles überstehen und mich eben mit all meiner Kraft auch für diese Beziehung einsetzen. Gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Zukunft ist da einfach viel wichtiger. Bei den ganzen Fehlern, die man hat und auch bei den ganzen Fehlern, die der Freund hat oder die Freundin hat, ist es einfach enorm wichtig, sich Punkte rauszusuchen, die einen immer wieder miteinander verbinden. Das, verbunden mit viel emotionaler Arbeit, ist für mich der Schlüssel für eine lange funktionierende Beziehung, die vor allem auch die Chance hat, ein ganzes Leben lang zu halten. Und da ich mir dessen bewusst bin, erlaube ich mir trotzdem auch immer noch an den Richtigen zu glauben. Denn auch wenn eine Beziehung viel Arbeit bedeutet, wenn es der Richtige ist, dann lohnt es sich.